So, heute gucken wir uns das Unternehmen Industrias Pinoles oder auch einfach nur Pinoles an. Ist ein großer Silberförderer, ja, gehört an 10. Stelle, ja, von den Top 10 an 10. Stelle. Und den gucken wir uns heute jetzt mal fundamental und charttechnisch an. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Hallo. So, es geht hier wie immer um Wirtschaftswissen. Ja, es ist immer ein bisschen Wirtschaftswissen dabei, Bilanzen, Ergebnisse, Nettoergebnis, EBITDA und so weiter. Da bekommt man immer automatisch natürlich ein bisschen was an Wirtschaftswissen mit. Ja, by the way sozusagen. Es geht darum, ein Unternehmensverständnis sozusagen zu fördern und eventuell um die Untermauerung einer Investmententscheidung, die vielleicht anstehen könnte. So, die Relevanz des Unternehmens Pinoles. Wo ist das denn hier? Das ist an Platz Nummer 10 hier von den Silberförderern. Hier haben wir mal die größten 10 hier mal aufgemalt. Und da ist es auf Platz Nummer 10. Und was sehr, sehr interessant ist, Pinoles hat als eins von drei Unternehmen zwischen 21 und 22 die Produktion ausgeweitet. Da waren nur drei von 20, die die Produktion ausgeweitet haben, von 21 bis auf 22, nämlich Industrias Pinoles, dann Hecla Mining und Nexa Resources war auch noch dabei. Die haben jeweils so um ca. 10%, beziehungsweise eigentlich genau um 10, nein, Nexa Resources noch sogar um 13% die Produktion ausgeweitet. Sechs Unternehmen haben die Produktion zurückgefahren, ja, nämlich Glencore, Codelco, South 32, Hochschild Mining, First Majestic und Sumitomo Corporation haben die Produktion zwischen 21 und 22 deutlich reduziert. Vermutlich aufgrund von der Kostensituation. So, jetzt schauen wir uns zunächst mal die Geschäftsfelder an. Ja, wir gucken uns zuerst die Geschäftsfelder an, dann gucken wir uns diese Märkte an, wie sich die Märkte dann entwickeln über lange Zeit, auf denen das Unternehmen Pinoles tätig ist, ja, sodass man dann ein Gefühl dafür bekommt, ob das dann jetzt hier ein zukunftsträchtiges Unternehmen ist insgesamt. Ja, wenn es auf zukunftsträchtigen Märkten unterwegs ist, dann ist das immer ein positives Zeichen. So, wir sehen hier, Pinoles macht überwiegend in Gold und Silber, jetzt mal umgangssprachlich ausgedrückt, beides zusammen circa, was ist das hier, 60%, Zink circa 15% und nochmal Konzentrate, Blei und sonstiges auch nochmal ein bisschen über 20%, würde ich sagen. Umsatz 2022 sind 100 Milliarden MXN gewesen. MXN, das ist die Forex-Abkürzung für mexikanischen Peso. Ein mexikanischer Peso, das sind circa 5 Euro Cent. Ja, dann kann man sich das ungefähr ausrechnen. Geteilt durch 20 wären das dann Euro. Ja, also 5 Milliarden Euro wären das dann sozusagen an Umsatz bei Pinoles. So, jetzt schauen wir uns jetzt die Performance von Gold- und Silbermarkt mal ganz kurz an. Ja, sehen wir mal hier auf der linken Seite das Gold, die letzten 50 Jahre plus 100% an Förderung. Rechts das Silber plus 200% an Förderung. Die Weltbevölkerung ist gewachsen in den letzten 50 Jahren, circa 50 Jahren um plus 84%. Also sehen wir hier Gold und Silber, vor allem das Silber, die Förderung wächst deutlich schneller als die Weltbevölkerung. So, damit sind das absolute Wachstumsmärkte. Hier nochmal kurz zur Erinnerung, aber wissen wir ja mittlerweile auch schon, ja, dass das Silber wird überwiegend in der Industrie verarbeitet und ist weniger ein Investment und noch weniger ein Schmuckmetall. Dann wird es auch noch in der Fotoindustrie gebraucht, ja, und als Silberware. Das Gold, das ist überwiegend ein Investmentmetall. Und ein Schmuckmetall wird in der Industrie eigentlich weniger eingesetzt. Die Zentralbanken, die fragen es natürlich auch nach. Die Goldbestände der Zentralbanken unter anderem. So, jetzt ist die Performance von Gold- und Silbermarkt, würde ich sagen, das sind absolute Zukunftsmärkte, ja. Kann man sich natürlich noch bessere Entwicklungen vorstellen, aber ich würde sagen, hier ein grün-gelbes Licht. So, und jetzt schauen wir uns das Unternehmen Pinoles fundamental an. Und da schauen wir uns erstmal hier an, die größten 10, die Top 10 Silberförderer. Ja, die kennen wir mittlerweile schon, zähle ich jetzt nicht mehr alle auf. Da ist hier jetzt Pinoles auf Platz Nummer 10 zu finden. Also gerade noch hier unter den Top 10. So, dann macht man mal ein Factsheet, ja, und guckt mal, schreibt sich mal das Wichtigste so zusammen, um mal zu wissen oder zu verstehen, was das überhaupt für ein Unternehmen ist, wie alt das ist und so weiter, wie viele Mitarbeiter das hat. Also es ist ein Gold-, Silber- und Zinkminer. Zentrale ist in Mexiko-Stadt, in Mexiko. Mexico City, das ist hier. Das ist hier mal ein Bild von dieser schönen Stadt hier. Centro Histórico, ja. Das ist ein ganz bekannter Platz hier
in der Mitte, glaube ich, von Mexico City. Ja, auch schon etwas älter hier, das Gebäude, also durchaus mit Historie. So, gegründet 1887, Geschäftsfelder Gold, Silber, Zink, Mitarbeiter ca. 30.000, Umsatz 100 Milliarden mexikanische Peso in 2022, Nettoergebnis 3,3 Milliarden mexikanische Peso, macht eine Umsatzrendite schlussendlich von 3,3%. So, jetzt gucken wir uns mal an, wo denn die Operationen sind. Also hier das Blaue. Das kann man jetzt wahrscheinlich ein bisschen schlecht sehen, weil es ein bisschen klein ist, aber man kann sich sehr vorstellen. Ja, das sind hier jetzt die Minen. Die sind hier verteilt. Das ist jetzt hier Mexiko. Die sind jetzt hier im Norden, in der Mitte und hier auch im Süden, hier unten. Ganz wichtig ist hier Fresnillo. Das ist die Nummer 9. Das ist hier ungefähr in der Mitte von Mexiko, ist hier Fresnillo. Wie wir gleich sehen werden, ist ja Pinoles auch überwiegend an Fresnillo beteiligt. Kann ich schon mal spoilern sozusagen, aber sehen wir gleich noch näher. So, dann haben wir hier jetzt noch metallurgische Operationen. Das sind hier graue. Es werden also noch hier die Metalle verarbeitet. Dann haben wir noch Infrastruktur, Geschäfte und chemische Operationen, hellblau. Ja, aber hier eben ganz, ganz viele Minen unterteilt in Base Metals, also in Basic Metalle und hier in Precious Metals, also in wertvolle Metalle. So, und dann haben wir noch ein paar Offices hier in Südamerika und hier in den USA auch noch. So, jetzt schauen wir uns nochmal Umsatz und EBITDA an. Also oben ist hier die Umsatzkurve zwischen 2018 und 2022. Ist hier also zunächst langsam gestiegen, die ersten 3 Jahre, und dann 2021 hier ziemlich stark angestiegen. Das war dieser Corona-Nachholeffekt und ist dann hier wieder ziemlich zurückgekommen. So, dieser Rückgang, das ist wieder jetzt hier einigermaßen normales Niveau. Ja, wenn man diese Kurve hier weitergeschrieben hätte, würde man auch ungefähr hier bei diesen 100 Milliarden Umsatz hier landen. EBITDA ist ja allerdings relativ stark zurückgegangen zwischen 21 und 22 aufgrund der Kostensituation. Aufgrund der Inflation, das glaube ich, kann man so sagen. So, beim Nettoergebnis sieht es so ähnlich aus. Ja, da gibt es hier keine großartigen Ausreißer, außer dass hier 2020 das Nettoergebnis hier negativ war, minus 710 Millionen mexikanische Peso. Okay, aber hier 2022 immerhin 3,3 Milliarden mexikanische Peso hier im Plus beim Nettoergebnis. Also gar nicht mal so schlecht. So, die Bilanz sieht sehr gut aus. Ja, das Eigenkapital, das deckt beinahe das Anlagevermögen. Wir haben ja hier noch langfristiges Fremdkapital hier oben. Also man sagt, das Eigenkapital plus das langfristige Fremdkapital, das sollte größer gleich, also natürlich besser größer als das Anlagevermögen sein. Ja, dann ist eine Bilanz im Grunde gesund. Ja, mal so als erste Annäherung. Ja, es gibt natürlich dann noch genauere Analysen, aber das kann man sich so als Daumenregel merken. Ja, also hier alles in trockenen Tüchern. Die Cash-Entwicklung, also wie viel Geld ist in der Kasse, das ist ja eigentlich das Entscheidende. Ja, also nicht das Nettoergebnis ist entscheidend, sondern im Grunde ist entscheidend, wie viel Geld in der Kasse ist. Also die Liquidität, ja, wie zahlungsfähig ist denn das Unternehmen? Kann das Unternehmen alle Rechnungen bezahlen, ja, und kann das alle Löhne und Gehälter bezahlen? Darauf kommt es an. Und haben wir dann danach noch was in der Kasse liegen? Das ist das Entscheidende. Also wir sehen jetzt hier die Cash-Entwicklung. Wir sind gestartet bei 1,8 Milliarden mexikanische. Das sind jetzt hier US-Dollar. Entschuldigung, aufpassen, ja, das sind US-Dollar. 1,8 Milliarden US-Dollar und sind geendet bei 1,5 Milliarden US-Dollar. Schauen wir nochmal hier bei der Bilanz waren es auch hier US-Dollar. Ja, bitte aufpassen. Das sind also Bilanzsumme, sind also 10 Milliarden US-Dollar bei Pinoles. Die Aktionärstruktur, also die Familie wenn ich das richtig ausspreche, besitzt ca. 53% knapp hier an Pinoles. Und dann haben wir noch zum Beispiel hier Vanguard und dann haben wir hier auch noch BlackRock, ist hier auch noch dabei. Also alle versammelt hier sozusagen, alle Großen. Und wir haben einen Free Float von ca. 40%. Also Aktien sind immer zu haben und auch gut zu handeln. Und Pinoles selbst besitzt nochmal
75% an Fresnillo. Ja, und Fresnillo ist ja der größte Silberförderer überhaupt. Ja, und daran ist eben auch noch Pinoles auch nochmal beteiligt mit 75% sozusagen. Also ist eine Tochtergesellschaft. Ja, über 50% zählt hier normalerweise dann als Tochter und nicht mehr als Beteiligung. Müsste ich eigentlich hier oben hinschreiben. Unternehmenstochtergesellschaft, wenn ich jetzt hier ganz präzise sein wollte. So, ich würde sagen, fundamental würde ich sagen, ein gelbes Licht, weil hier doch ein ziemlicher Rückgang zu sehen ist hier beim Umsatz und hier beim Nettoergebnis. Also grün würde ich da nicht mehr hergeben, aber ein gelbes Licht finde ich da völlig okay. Und jetzt schauen wir uns nochmal ganz schnell die Charts an. Hier sehen wir mal, dass über die 15 Jahre Pinoles ja ein Up and Down, beziehungsweise hier die letzten Jahre so ab 16 circa, hier doch ein ziemlicher Rückgang und kommt nicht mehr so richtig in die Höhe oder kam nicht mehr in die Höhe. Also das ist ein bisschen bedenklich, würde ich sagen. Wenn man jetzt vor allem mal die letzten 5 Jahre sich anguckt, da hat Pinoles gemacht minus 18%. Das Gold hat gemacht in 5 Jahren 61% und das Silber hat 54% gemacht. Also, und das sind ja die beiden Hauptstoffe, die da gefördert werden. Ja. Und die sind jeweils hier im Preis ziemlich gestiegen und Pinoles, der Aktienkurs ist gefallen, konnte da also nicht mithalten mit Gold und Silber. Das finde ich schon mal beachtlich. Und wenn man jetzt nochmal vergleicht das Nettoergebnis mit dem Aktienkursentwicklung. Also das Nettoergebnis hat die letzten 5 Jahre sich reduziert um 45%, ja, über diesen langen Zeitraum hier von 6 auf 3,3, minus 45%. Und der Aktienkurs ist zurückgegangen um minus 18%. Also hat die Börse das relativ wohlwollend hier aufgenommen. Also die Börse spielt auch immer die Zukunft. Ja. Für die Börse ist die Vergangenheit komplett egal. Die Börse, die denkt im Grunde immer so circa ein halbes Jahr in der Zukunft. Ja, da befindet sich die Börse. Also da werden Erwartungen gehandelt. Ja. Erwartungen. Und zwar Erwartungen der Zahlungsströme aus diesem Unternehmen heraus, also der Cashflows. So, jetzt haben wir hier nochmal die Dividenden, die gezahlt wurden, ex 2008. Da sieht man erstmal ganz lange nichts gezahlt worden und dann hat man hier zwischen 2008 gezahlt und dann bis 2019 jedes Jahr. Mehr oder weniger Dividende, dann hat man ein Jahr ausgesetzt und 2021 wurde wieder ein bisschen was gezahlt und in 2022 wieder nichts mehr. Also die Dividendenpolitik, die ist jetzt auch nicht gerade überzeugend, ja, von dem Unternehmen. Meines Erachtens ist das nicht schlimm, weil es ist im Grunde egal, ob jetzt Dividenden ausgezahlt werden oder ob das Geld im Unternehmen bleibt und dann im Unternehmen reinvestiert wird. Solange es da gute Investitionsprojekte gibt, ist es eigentlich immer besser oder meistens besser, wenn das Geld im Unternehmen bleibt. Aber als Aktionär freut man sich natürlich auch über das ein oder andere Zuckerle so zwischendurch, ja, auf Jahresbasis, ja, was dann ausbezahlt wird. Okay, kann man natürlich auch nachvollziehen. So, was würde ich denn jetzt handelstechnisch machen? Also da sehen wir jetzt hier eine Unterstützung bei der 8, das ist jetzt hier in Euro, ja, und einen Widerstand bei der 16. Und da sind wir jetzt hier gerade in der Mitte. Wir sind jetzt hier gerade so bei knapp 12. Also ich würde sagen, ich würde da jetzt warten, bis der Kurs irgendwann wieder mal darunter kommt. Ja, das ist relativ wahrscheinlich, dass er wieder mal die 8 zieht. Ja, und da würde ich dann bei positiven Signalen, würde ich dann hier einsteigen. Jetzt gerade würde ich nicht einsteigen. Wenn ich investiert bin, würde ich natürlich drin bleiben. Ja, also das ist natürlich auch immer die Frage, wo man gekauft hat. Ja, aber im Grunde ist jetzt das hier so genau hier in der Mitte von diesen Up and Downs. Also da würde ich mal ganz locker hier drin bleiben, wenn ich investiert bin. Und wenn er dann hier oben raufkommt an die 16, da würde ich dann ein bisschen skeptisch werden und dann vielleicht verkaufen oder erstmal gucken, was da hier oben geschieht. Ja, wenn er dann wieder runterkommt, dann würde ich aussteigen vielleicht aus diesem Wert. Also man muss Rohstoffaktien immer aktiv handeln. Ja, also wenn man die billig einkauft und teuer verkauft, ist natürlich alles immer perfekt. Ja. Aber Rohstoffunternehmen, die haben selten langlaufende Trends, die von links unten nach rechts oben gehen. Also Sasan Copper ist da vielleicht die einzige Ausnahme. Und die Streamer eben, ja, Wheaton und Wheaton zum Beispiel ist ja ein Streamer. Das sind da Ausnahmen, ja. Das sind Trendaktien, aber ansonsten sind Rohstoffaktien, die gehen eben rauf und runter mit den Rohstoffen. Da ist das Timing immer sehr, sehr wichtig. So, also will sagen,
Charttechnisch würde ich sagen, das Unternehmen würde ich rot-gelb hergeben. Ja, das ist jetzt hier kein allzu überzeugender Kursverlauf, würde ich sagen. Und somit hier ein nicht ganz so tolle Ampelfarbe. Rot-gelb. Okay. So, und das soll es dann für heute gewesen sein. Sag ich tschüss, ciao, servus. Goodbye.